Wie versprochen, werde ich heute versuchen, euch das Tagetraining etwas näher zu bringen. Tagetraining ist aus dem Grund wichtig, weil ich sehr, sehr genau und sehr gezielt den Hund auf verschiedene Dinge ansetzen kann. Das heißt, über dieses Tagetraining kann ich einem Hund beibringen, dass er zum Beispiel über die Pfote, Strich das Anstoßen, einen Menschen in einem bestimmten Verhalten unterbricht, wäre das eine. Das andere ist, er kann in einem Aufzug lernen, die Knöpfe zu drücken, je nachdem in welche Etage ich möchte. Er kann lernen, Türen zuzumachen. Er kann lernen, Türen aufzumachen. Aber bitte seid vorsichtig, nicht, dass euer Hund alle Türen zu Hause aufmacht oder Schubladen oder ähnliches. Arbeitet euch einfach Stück für Stück daran, weil ein Hund kann auch lernen, über die Pfote Notfallknopf zu drücken. Ein Hund kann unterscheiden lernen, ob die Nase eingesetzt werden soll oder die Pfote. Aber all das müsst ihr eurem Hund näher bringen. Das heißt, das, was ich euch heute zeige, ist wirklich der Anfang. Wenn ihr genaueres wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, wie ihr es einsetzen könnt, schreibt es unten rein. Oder ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, schreibt mir einfach eine Mail. So, hallo zusammen. Wir wollen heute gemeinsam ein bisschen was in puncto Clicker-Training machen, beziehungsweise Clicker-Training in Verbindung mit Target, was insbesondere für die Assistenzhunde sehr wichtig sein kann. Für jeden anderen dient es wirklich in dieser Zeit, wo wir jetzt leider Gottes weniger raus dürfen oder zumindest in Gruppen weniger raus dürfen, in der Zeit, wo Hundeschulen geschlossen sind etc., dazu den Hund einfach mental ein bisschen auszulasten. Also alles in allem viele Geschichten, die machbar sind mit Hund. Was braucht ihr? Zum einen braucht ihr etwas, was in Richtung Holz geht, am besten aus dem Modellbau, also ganz, ganz leichte Pressspann. Ihr braucht Wattenmaus. Ihr braucht etwas, damit man ein Kreuz draufkleben kann, was der Punkt ist, den der Hund treffen soll. Und nach Möglichkeit, geht doch bitte hin, nehmt kein Rot, denn Rot ist tatsächlich eine Farbe, die der Hund in der Form nicht sieht. Blau ist etwas, was der Hund sehr gut erkennt. Das heißt, sinnvollerweise beginnend an dem Punkt mit einem Pressspann. In Zukunft kann es ohne weiteres sein, dass man das auch auf einer Tür, auf einer Bank, auf einem bestimmten Platz, der da heißt Notfallknopf oder ähnliches, anbringt, damit der Hund erstmal weiß, worauf er hinarbeiten soll. Gleichzeitig ist entweder ein Futterbeutel bzw. Leckerlibeutel wichtig. Ich persönlich, deswegen habe ich immer solche Pullis an oder auch Jackentaschen. Ich habe immer gerne in so Situationen etwas dabei, weil ich möchte nicht, dass der Hund sich daran gewöhnt. Ich mache immer alles nur, wenn der Futterbeutel dabei ist, weil, ja, wenn sie keinen Futterbeutel dabei hat, dann gibt es auch keine Leckerli. Aber die gibt es, ob mit oder ob ohne. Ne? Zwei weitere sehr wichtige Sachen in meinen Augen. Zum einen den Klicker. Ich hoffe, ihr habt alle euren Hund schon auf Klicker konditioniert. Wenn nicht, geht ein paar Videos zurück, da werdet ihr dieses Klicker-Thema nochmal wiederfinden. Und das andere, was ich persönlich gerade im Target-Training, sprich wenn ich möchte, dass der Hund einen bestimmten Platz erreicht und nicht nur auf meine Hand fokussiert ist, dann setze ich gerne einen sogenannten Target-Stick ein. Lernt, dass vorne diese grüne Kugel der Punkt ist, den er folgen soll, kann genauso gut dann auch beim Spazierengehen genutzt werden, um die Aufmerksamkeit vom Hund zu holen. Ihr seht, sie hat es schon drin, sie weiß noch, was es bedeutet, und dementsprechend kann ich natürlich darüber dann die Aufmerksamkeit von dem Hund sehr, sehr schön sehen. Aber ihr wolltet ja heute keinen Target-Stick lernen, sondern ihr wolltet genauer erfahren, wie es eventuell möglich sein könnte, auch für euch, das Target aufzubauen. Sprich, den Hund dazu zu bringen, dass er entweder mit Pfote oder mit Nase euch anzeigt, genau da will ich hin.
Pfote oder Nase, da diskutieren viele drüber. Es gibt Hunde, die sind tatsächlich an der Nase etwas empfindlich. Die wollen nicht wirklich ihre Nase nutzen, die nutzen aber dafür sehr, sehr viele Pfote. Wir werden jetzt mal schauen, was Ascha dazu sagt. Ich werde gucken, ob es möglich ist, dass ich sie erst auf die Nase kriege. Heißt, wir setzen das Target entsprechend unten an. Ihr seht, sie ist am Winken. Gut. Wir setzen das Target entsprechend unten an, damit sie wirklich mit der Nase arbeiten kann. Danach werden wir es etwas höher ziehen, damit wir wirklich sie dazu motiviert kriegen, ihre Pfote einzusetzen. Dann schauen wir mal. Wie ich sagte, Pressspann, dünn und leicht. Ihr müsst es schließlich in der Hand haben. Deswegen ist es sehr, sehr sinnvoll, dass man einfach mit etwas Kleinerem anfängt. Ich versuche es jetzt so zu machen, dass ihr es seht und gleichzeitig, ihr seht, da ist ein Kreuz, gleichzeitig die Möglichkeit habt, mit dem Hund das zu arbeiten. Warte. Sprich, wir versuchen uns ein bisschen schräg zu stellen, dann ist es besser sichtbar. Warten. Warten. Ascha, Target. Super. Und ihr seht, in der Sekunde, wo sie mit der Nase das erste Mal das Target trifft, gibt es den Klick und gibt es den Lecker. Wenn ihr damit frisch anfangt, geht bitte hin. Zunächst wird einfach nur die Richtung geklickt. Die Richtung, dass der Hund sich auf das Target zubewegt. Danach arbeiten wir uns immer näher an das Kreuz, was ihr ja vorgegeben habt, an. Und Stück für Stück wird das große Kreuz natürlich dann auch durch ein kleineres ersetzt. So, wir wiederholen das noch einmal mit der Nase. Danach werde ich mit euch Stück für Stück etwas höher arbeiten, damit sie die Pfote einsetzen muss. Und ich hoffe mal, dass ihr dann ein Gefühl dafür bekommt, was es eigentlich bedeutet, wenn der Hund das sogenannte Target trifft. Warten. Warten. Ascha, Target. Gut, super. Das heißt, ihr kriegt mit, wenn es tief ist, kann der Hund auch tief anzeigen. Jetzt gehen wir hin und sagen, was passiert eigentlich, wenn wir es höher ansetzen. Sinnvollerweise, so dass ihr es abstützen könnt. Target. Jawohl, super. Ihr seht, der Hund probiert erstmal, was will ich jetzt eigentlich. Wir werden jetzt noch ein Stück höher gehen, dass sie einfach eine klare Unterscheidung hinkriegt. Was ist eigentlich das Target jetzt? Gut, mit der Pfote. Und was bedeutet es, wenn es tiefer steht? Das heißt, sie hat eben schon gesehen, sie ist sehr motiviert dahingehend zu sagen, ich muss da jetzt hin, auch wenn es bedeutet, leicht anzuspringen, beziehungsweise es dann wegzustoßen oder an dem Punkt wirklich Kontakt zu kriegen. Nutze ich zum Beispiel sehr gerne, wenn ich versuche, einem Hund beizubringen, dass er Lichtschalter anmachen soll. Machen wir es noch einmal. Schau mal her. Sitzen. Warten. Ascha. Target. Target. Auf. Jawohl. Ihr habt gesehen, es muss manchmal ein bisschen überlegt werden. Es werden in vielen Bereichen, lasst bitte, bitte, bitte es nicht zu, dass euch das demotiviert. Dass der Hund einfach hingeht und sagt, ich probiere mal aus, alles, was ich so an Tricks kenne. Es ist auch für den Hund anstrengend. Auch der muss es erst lernen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie es denn aussieht, wenn wir einen sogenannten Target Stick mit einsetzen. So, wenn wir den Target Stick einsetzen, ich hatte es eben schon mal gesagt, der grüne Ball ist das, was letztendlich wichtig ist. Als allererstes, wenn euer Hund es noch nicht kennt, konditioniert ihn auf den grünen Ball. Sprich, wir zeigen das dem Hund. Super. Wenn er Interesse daran zeigt, in die Richtung, das ist das, was geklickt wird. Versucht immer unterschiedliche Positionen zu haben von dem Ball, dass der Hund wirklich, super, wirklich lernt, danach zu gehen und nicht einfach nur hier oder da das ein oder andere Mal zu testen. Noch einmal. Ascha. Super. In dem Moment, wenn der Hund auch auf diesen Target Stick, sprich auf den grünen Ball konditioniert ist, dann kann der nächste Schritt kommen, der da heißt, ihr zeigt das Target auf Distanz an. Ascha, sitze. Warten.
ich setze mein Spieli hin. Ich weiß vielleicht, wie es bis dato aussieht, ob der Hund gerne Pfote oder Nase einsetzt. Und dementsprechend gucke ich, was der Hund mir anbietet in dem Moment, wenn ich mit dem Target Stick arbeite. Ascha, Target. Super. Ja. Ihr habt gesehen, das erste Mal habe ich nicht geklickt. Einfach aufgrund der Tatsache, weil sie an den Stab ist, nicht an den Ball ist, warten. Und natürlich auch dementsprechend nicht den korrekten Platz gefunden hat auf unserem Pressspan. Und von daher war das zwar Target gesagt, aber nicht Target gemacht. Ascha, sitze. Ascha, Target. Super. Ihr seht, sie will erstmal probieren, den Stock zwischen die Zähne zu nehmen, bevor sie dann sagt, ach nee, stimmt, ich muss ja was dafür arbeiten. Es ist normal, es sind Hunde, wir haben es mit Hunden zu tun. Das ist auch wirklich dazu da, um jetzt euch den Anfang zu zeigen. Ascha, sitzen. Und nicht, wie es perfekt aussieht. Deswegen finde ich es sehr wichtig, momentan einen Hund im Einsatz zu haben, der es selbst noch nicht perfekt beherrscht. Weil, was hilft es euch, Perfektionismus zu zeigen, wenn es euch dann in irgendeiner Art und Weise frustriert, weil euer Hund nicht von Beginn an perfekt ist. Machen wir es noch einmal. Auf geht's. Sitzen. Ascha, Target. Jawohl. Ihr seht, jetzt war so viel Motivation dabei, da ist es sogar umgefallen. Gut gemacht, Maus. Gut gemacht. Wichtig bei solchen Dingen ist immer, macht kurze Sequenzen. Ich habe jetzt sehr, sehr viel auf einmal gemacht, letztendlich um euch zu zeigen, wie es funktionieren kann. All diese Sequenzen, die ihr jetzt gesehen habt, einem Hund diesen Targetball zu zeigen, es ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Die Pressspannplatten, lasst euch Zeit, bevor ihr anfangt, in irgendeiner Art und Weise die Sachen zu minimieren. Wenn ihr noch kein Klickertraining gemacht habt, bitte, bitte, bitte konditioniert erst den Hund auf das Klicker, beziehungsweise wenn er den Klicker verstanden hat, dass das bedeutet, es gibt ein Lecker, dann geht hin und arbeitet weiter, weil insbesondere das Klick, wenn der Hund versteht, das bedeutet ein Lecker, dann habe ich die Möglichkeit, punktgenau zu bestätigen und der Hund hat die Möglichkeit, schneller zu verstehen, was wir jetzt eigentlich von ihm wollen. Von daher, wir wollen einen Hund auf Erfolg aufsetzen und dementsprechend müsst ihr bereit sein, langsam zu arbeiten. War das gut gesagt? Yay! Okay, dann machen wir jetzt eine Runde Pause. Ich werde mal gucken, ob Ascha euch zum Abschied noch schnell winkt. Winken, winken, super gemacht. In dem Sinne, viel Spaß beim Üben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt so ein bisschen einen kleinen Einblick darüber bekommen, was Tagetraining eigentlich bedeutet. Und ihr könnt jetzt Stück für Stück anfangen, damit auch zu arbeiten. Wenn ihr Fragen habt, die E-Mail-Adresse ist eingeblendet. Schreibt mir einfach eine kurze E-Mail. Ich werde euch gerne Details zu dem, wie wird das Tagetraining als solches aufgebaut, was könnte am Anfang sinnvoll sein und wofür ist der Nutzen. Das heißt, je nachdem, ob ich Familienhund oder Assistenzhund, / Arbeitshund habe, ist natürlich auch der Aufbau immer ein anderer. Seid einfach weiter gespannt. Ich werde versuchen, euch alle Fragen zu beantworten. Wie ich sagte, schreibt mir eine Mail oder schreibt es unten rein. Und ansonsten, wir bleiben in Kontakt. Euer Vajas-Team. Bis denn!